Also ich war gleich begeistert. Ich habe gesehen, ah, Trainer werden gesucht. Und ich dachte mir, wow, das ist cool. Jetzt ist die Frage, kann ich das? Kriege ich das hin? Habe ich die Zeit dafür? Schaffe ich das? Das waren so meine ersten Gedanken, beziehungsweise will nicht gleich Zweifel sagen, aber das ging mir halt durch den Kopf. Das waren alles so Fragen, aber im Endeffekt dachte ich mir, na gut, ich kriege das ja nur raus, wenn ich auch spreche mit Peter, mit irgendwem, wenn ich jetzt so gut kontaktiere. Die werden mir bestimmt helfen können. Ich wurde nicht enttäuscht. Hallo alle zusammen, ich bin Clara. Ich habe vor circa einem Monat die Hitzebeat-Ausbildung gemacht, komme aus Leipzig, bin 26 Jahre alt und eigentlich Apothekerin. Und mein Plan war neben meinem Hauptjob, oder mein Plan ist neben dem Hauptjob, einfach ja, den Sport mehr ins Leben zu bringen, den Sport mehr zu verbreiten. Und da erschien mir Hitzebeat sehr, sehr passend. Und gesagt, getan, gefunden. Und deswegen ja, bin ich jetzt mit dabei und freue mich einfach nur. Das erste Mal aufmerksam geworden auf Hitzebeat bin ich. Es ist schon ein paar Jährchen her. Ich kann mich nicht ganz daran erinnern, aber ich meine, es war YouTube. YouTube, und dann habe ich es weiter auf Instagram verfolgt, habe immer ganz am Anfang, also vor Jahren, auch immer die Videos sehr, sehr intensiv mitgemacht, die ganzen Workouts. Dann ist das ein bisschen eingeschlafen, aber ja, durch die Instagram-Präsenz hatte das wieder mehr Bestandteil in meinem Leben und genau, das hat sich so weiter fortgeführt bis heute. Was habe ich überlegt, bevor ich mich entschieden habe, die Ausbildung zu machen? Also ich war gleich begeistert. Ich habe gesehen, ah, Trainer werden gesucht und ich dachte mir, wow, das ist cool. Jetzt ist die Frage, kann ich das? Kriege ich das hin? Habe ich die Zeit dafür? Schaffe ich das? Das waren so meine ersten Gedanken, beziehungsweise will nicht gleich Zweifel sagen, aber das ging mir halt durch den Kopf, ob ich das wirklich, ja, wirklich auch integriert bekomme in meinem Leben. Also die Frage ist erstmal, schaffe ich die Ausbildung oder wie wird die Ausbildung sein? Aber selbst wenn ich denn Trainerin bin, wie schaffe ich das, das auch, ja, in meinem Leben zu integrieren, wirklich auch Kurse zu geben? Wo, wen spreche ich an? Das waren alles so Fragen, aber im Endeffekt dachte ich mir, na gut, ich kriege das ja nur raus, wenn ich auch spreche mit Peter, mit irgendwem, wenn ich Hitzebeat kontaktiere. Die werden mir bestimmt helfen können. Ich wurde nicht enttäuscht. Genau, das waren so die ersten Gedanken. Und jetzt hatte ich halt gerade Zeit. Also mein Studium ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr vorbei und es ist eh gerade alles im Umbruch. Und dann dachte ich mir, jetzt oder nie, was habe ich zu verlieren? Habe ich was verloren durch die Ausbildung? Definitiv nicht. Ich bereue es kein Stück. Es hat sehr viel Spaß gemacht, von Anfang bis Ende. Es ging ja schon los mit, ich habe mich angemeldet, es war quasi fett gedruckt in meinem Kalender, dann und wann findet die Ausbildung statt. Ich habe mich für Präsenz entschieden, was ich persönlich sehr, sehr toll fand, wirklich vor Ort zu sein und wirklich direkt mit allen Teilnehmern in Kontakt zu kommen. Genau. Und es war also ich habe eigentlich nichts zu meckern. Ich wurde gut, also man wird gut vorbereitet. Man hat ja diese, ich sag mal Trainer Area, wo man schon sich Videos angucken kann, sich vorbereiten kann. Was erwartet mich in der Ausbildung, dass man nicht ganz ohne irgendwelche Vorkenntnisse reinkommt? Genau. Und die Ausbildung direkt, die war sportlich sehr aktiv und sehr intensiv. Also eigentlich ist man praktisch nur am Rumsporteln, wenn man es so will. Und das war cool. Also Muskelkater des Lebens danach gehabt. Aber es waren wirklich sehr, sehr intensive Tage, die einfach Spaß gemacht haben. Und danach geht es ja darum, okay, ich wiederhole nochmal alles für mich. Ich bereite mich für die Abschlussprüfung vor. Und da war ich auch komplett positiv überrascht. Oder was heißt überrascht? Aber ich habe mich einfach sehr gut aufgehoben gefühlt, weil man immer noch in dieser Trainer-Area jedes Mal die Videos nachgucken kann. Man kann sich selbst überprüfen, mache ich das richtig mit den Übungen? Oder ja, muss ich irgendwelche bestimmte Hinweise beachten? Das ist, würde ich sagen, mein größtes Plus jetzt an der ganzen Ausbildung, dass irgendwie die Unterstützung von Anfang bis Ende da war, sei das jetzt persönlich
oder halt jetzt allein durch diese Trainer-Area. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Am liebsten mag ich diese Verknüpfung von, sag ich mal, ein bisschen so Krafttraining, Kraftausdauertraining mit der Mobilität, dass der ganze Körper verwendet wird. Also das hat mich wirklich von Anfang an total mitgenommen, weil ich das einfach mag, nicht so stupide, dass man eine Muskelgruppe oder so trainiert, sondern wirklich der ganze Körper dabei ist. Und dass dabei noch die ganze Zeit coole Musik läuft, ist natürlich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Das sind, würde ich sagen, die zwei ganz großen Plus, die mir ganz besonders gut gefallen. Einfach mal andere Übungen. Es wird nicht langweilig dadurch, dass ja gefühlt auch immer neue Variationen entstehen oder man auch generell die Variation immer anpassen kann. Sich vielleicht mal selbst ein bisschen ausprobiert. Ah, okay, was kann mein Körper, was nicht. Das finde ich cool. Das ist einfach nur cool und das macht Spaß. Und auch der Kopf ist ein bisschen, nehme ich mit dabei, so generell bei dem ganzen physischen. Finde ich gut. Ja, was sind meine ersten Schritte? Also wenn ich jetzt umziehe, werde ich es genauso probieren, mich erstmal so an die Hochschule zu wenden, dass man vielleicht so gut und schnell auch an die jüngeren Leute kommt, die da ja tendenziell immer eher Feuer und Flamme sind. Beziehungsweise, was ich auch probieren werde, ist irgendwie bei Sportstudios, Schrägstrich, Fitnessstudios anzufragen, ob die noch irgendwie Bedarf an Kursen haben. Das wird ja sicherlich vielleicht auch erstmal Überzeugungsarbeit, also bedarf vielleicht ein bisschen mit Überzeugungsarbeit. Hetzewied ist denn da, wo ich hinziehe, vielleicht jetzt noch nicht so ganz so bekannt. aber das werde ich auf jeden Fall probieren und an sich ist das Konzept ja eigentlich nur cool. Also ich bin da ganz positiv eingestimmt. Also wenn du Bock auf die Ausbildung hast und dein Bauch ist voll dabei, dann mach's auf jeden Fall, weil du schaffst es hundertprozentig. Es ist absolut machbar. Wie gesagt, man kann sich ja auch selbst immer ein bisschen anpassen. Wie schwer, wie leicht möchte ich es mir machen? Also vom Sportlichen auf jeden Fall machbar. Und auch von dem, was man jetzt lernt, wie gebe ich den Kurs? Es ist eigentlich ein großer Spaß. Man fängt direkt am ersten Tag nämlich an und denkt sich, oha, wie soll ich das schaffen? Mit der Musik nebenbei und dann mit dem Beat und wie soll das funktionieren? Aber schon am nächsten Tag merkt jeder, oh wow, es funktioniert heute viel besser. Und am letzten Tag, oh mein Gott, es geht wirklich. Und es geht jedem so, deswegen dir wird es auch so gehen. Also, wenn man Bock hat oder wenn du Bock hast und denkst, ich habe gerade Zeit, dann mach es, weil kannst es nicht bereuen. Ja, es gibt nichts zu verlieren.